willkommen zu einem neuen Vlog. Ich kann ja jetzt nicht sagen zu Vlogmas-Tag und so, denn Vlogmas hat ja offiziell am 24. aufgehört. Boah, die Sonne ist gerade echt scheiße. Und ich habe gedacht, dass ich die weiteren Vlogs bis zum 31., weil wir ja den ganzen Dezember vloggen, jetzt einfach so Dezember-Vlogs nenne oder December-Vlogs. Denn Vlogmas wäre irgendwie so ein bisschen... Ich dachte erst, komm, lässt du einfach Vlogmas, aber Vlogmas ist ja halt nur bis Weihnachten und so bis zum 24. Und dann dachte ich so, ich nenne die jetzt einfach December-Vlogs. Also könnten wir auch eigentlich sagen, willkommen zu einem neuen December-Vlog oder zu Dezember-Vlog, was weiß ich was. Ich denke, das hört sich eigentlich so ganz gut an. Wie ihr seht, ich bin schon angezogen. Ich habe heute was anderes an, eine rote Hose und einfach so ein Glitzeroberteil. Denn ich habe echt Angst, so nach den 3 Tagen oder nach dem 3. Tag jetzt, ja, 3. Tag, mein Kleid zu versauen. Ich habe gestern schon so ein bisschen Suppe abbekommen. Das ist Gott sei Dank getrocknet, ist kein Fleck hinter, also noch drauf geblieben. Und da wir dieses Jahr ja eigentlich so, ja, wir nennen das jetzt einfach so 4 Tage Weihnachten feiern. Denn heute am 2. Weihnachtstag kommen Vanessa und Tim. Wir warten auf die gerade. Die sind aber noch unterwegs. Da war irgendwie mit der Autobahn, die war gesperrt oder so. Und ja, wir feiern 4 Tage Weihnachten. Boah, die Sonne, die regt mich so auf. Denn wir fahren morgen zu Jakobs Familie. Denn seine Tante, sein Opa und sein Bruder waren ja gestern am 1. Weihnachtstag hier. Aber seine Mutter und sein Vater halt nicht, weil seine Mutter musste arbeiten und sein Papa hat sie dann gefahren und gebracht. Dann musste halt einer auch da bleiben und praktisch seine Eltern waren halt nicht dabei. Und wir haben gedacht, ja, wie machen wir das jetzt? Und dann haben wir dann einfach gesagt, wir holen Weihnachten nach. Ich habe eigentlich heute keine Lust mehr, mich zu schminken, aber ich weiß es nicht. Meine Haare, die sind sowieso vergessen. Das Essen, das steht auch schon auf dem Herd. Das ist am Brutzeln wieder. Es gibt eigentlich so das gleiche wie gestern. Jetzt muss mein Schal so in die Kerze fallen und dann... Pum. Lustig. Oh, hi. Also so. Vanessa und Timmy sind jetzt da. Und die Suppe ist schon fertig. Eine Suppe? Ja, gestern habe ich das ja gar nicht gezeigt, weil da waren so viele Leute, die nicht gefilmt werden wollen, da konnte ich nichts filmen. Das ist überbackene Suppe, also ganz normale Suppe mit Toast und Käse überbacken. Weißt du, was du bei diesen Leuten machen musst? Eine ganz normale, mit Gemüse und Nudel, Hühner und so, Hühnersuppe. Ah, okay, also meine ich das. Ja. Hühnersuppe und Spanien. Und du? Hm? Essen? Mhm. Guten Appetit. Aber ich will das nicht zerstören. Also ich gehe mal davon aus, dass du das Geschenk, was du heute hättest kriegen sollen, vielleicht wann anders bekommst, wenn ich es besser nicht kriege. Mhm. Das sieht schön aus, ist aber scheiße zum Aufpacken. Das ist ja der Aufpacken, der Aufreißen. Was ist dein Geschenk? Ein Lehrerkarton. Das hätte ich auch machen können. Ja, eine abgeschwächte Version beim nächsten Mal kriege ich einen großen Karton. Das hätte ihr Geschenk sein können. Das wäre ebenfalls gewesen. Oh, da sind ja noch mehr Magnete drin. Oh, aber das Geschenkpapier ist süß. Hab ich ausgesucht. Frohe Weihnachten. Ich denke mal, das soll ich jetzt dann sofort aufmachen. Kannst du ja. Okay. Ups. Entschuldigung. Ah, alles klar, ich stell das mal besser runter. Was ist denn mit dir? Das war ein bisschen zu weit. Das war ein bisschen zu weit. Das habe ich sogar auch schon von Jakob gekriegt. Ich mag das sehr gerne. Jetzt habe ich noch ein. Jetzt mir wieder hin. Ein Parfum und ein. Oh, das Parfum. Okay. Von DM. Oh, das ist aber schön. Die anderen auch alle aufmachen? Natürlich. Alle jetzt aufmachen. Alle aufmachen. Oh, okay. Die Zettel musst du aber trotzdem behalten. Hä? Ich mach die aber ab. Und dann noch den da draufkleben. Oh, ja geil. Ich wusste jetzt nicht, ob du die magst, aber ich habe jetzt einfach weiße geholt. Ich hab... Oh, ja geil. Schoketten, die sind alle mir, ne? Ja. Alle mir. Ist so ruhig, ich hab andere. Also, das war für einen miesen Tag. Ja, klebt doch da drauf. Ein bisschen weniger Stress. Ja, ist ja gut. Wow, ein bisschen hier. Für. Hä? Noch mal was
für ein bisschen weniger Stress. Dank. Gefällt dir das? Ja. Hallo. Oh, das ist noch was runtergefallen. Moment. Und das Schönste ist? Das. Ja, war klar, die Socken. Ja. Das aber das Schönste. Ist alles toll. Vielen Dank. Wischte, wischte. Also wie gesagt, ich hatte eigentlich was anderes vor, aber das kommt dann wann anders mal. Perfekt. So, jetzt bist du dran. Das war ein kleiner Mini-DM-Haul. Und Jakob hat sogar auch noch was. Genau. Ne? Siehst du mal, Schatz, das ist dein Geschenk. Scheiße, hättest du es vorher gesagt, als das noch nicht ausgepackt hat, hätte er das auspacken können. Soll ich nochmal drauflegen? Pack mal aus. Pack mal aus. Tu mal weg. Schätz mal. Ja, ist gut. Guck mal, Überraschung. Box. Was ganz Neues. Okay. Nein, ich gehe das nicht holen. Ihr müsst jetzt unter meinen Tannenbaum eure Geschenke suchen. Und die Sachen sind so schön. Fängst du mit dem Großen oder dem Kleinen an? Mit dem Kleinen. Was ist denn dir, wie nennt man das? Lieber. Ein schöneres Geschenk, was du wichtiger findest. Also beide sind schön, aber das Kleine hat eine Bedeutung. Okay, also erst das hier. Also erst das Lebkuchenhaus. Nein, das ist kein Lebkuchenhaus. Okay, dann erst das Haus aus Leibniz, ne? Nein! Oder was haben die dir gleich geschrieben? Kann das kaputt gehen, wenn ich das zu sehr bewege? Lauf, Mann! Ich also, weiß nicht. Auseinanderbricht, oder? Nein, so? Auseinanderbrechen kann das nicht. Was machst du da? Guck mal, jetzt bist du made with love. Nein, Made. Made. Made with love. Du bist eine Speckmade. Oh, oh. Oh, ich sehe ein Buch oder sowas. Oh, oh. Oh, oh. Mach kaputt. Mach das schon. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, welche Seite oben und unten. Das musst du mal schauen. Ich würde sagen, das ist unten. Also. Ja, das ist unten. Also musst du es rumdrehen. Das ist nicht dein Fall. Tit. Dein persönliches Wenn-Buch. Das ist ja... Ich sag, könnt ihr euch noch an den Vlog erinnern, wo ich gesagt habe, dass wir uns zu 1000% das Gleiche schenken? Weißt du, was ich für ein Geschenk geplant hatte? Ein Wenn-Buch? Nein, ein Öffne-mich-Wenn-Geschenk, dass du Briefe liest und dass du, wenn du in dieser Stimmung bist, du diesen Brief aufmachst und dazu gleichzeitig dieses Geschenk öffnest. Öffne diesen Brief, wenn du zum Beispiel traurig bist. Und in der Kiste wäre dann ein Geschenk dafür bei gewesen, wenn du traurig bist. Jetzt kriege ich gerade das hier. Also ich finde uns beide ein bisschen creepy nur. Ich habe es noch gesagt. Das ist ja unnormal. Tja. Das ist ja schon ekelhaft. Wenn dir mal die Würze im Leben fehlt. Oh, jetzt habe ich extra eine Salat. Eine Salat? Eine Salat. Ein Salatkräuter. Soße. Danke, ja genau das. Und nochmal erkältet. Oh. Extra nochmal der Bratapfeltee, weil du den so geil fandst. Wenn du mal Entspannung brauchst. Oh. Eine Peel-Off-Maske, wie cool ist das denn? Wenn ich mal schwer höre. Hm? Kannst du einen Tipp geben? Wenn ich mal Luft ablassen will. Okay, warte. Den Tag versüßen willst. Wenn es dir zu hakig wird. Da fehlt eins. Oh, was denn? Wenn du ein bisschen Spaß haben willst. Wenn ich dir mal ein Wenn-Buch mache, dann packe ich das da rein, okay? Einverstanden. Dankeschön. Bitteschön. Unser fast gleiches Geschenk. Ja. Jetzt machst du auf. Los. Ich mach. Ich weiß, was drin ist. Also wir hoffen, es gefällt dir. Wird's nicht. Wird's kein Headset ist. Der war mies, ne?
nur so einen riesen den Schnapp da, das ist alles, was man sieht. Ein Headset. Cool. Ein Headset! Ein Headset ist Haha. Es geht. Es ist nicht das für dieses 1-Million-Euro-Dings-Gerät, was du im Internet gezeigt hast. Aber wir dachten, damit du nicht mit diesen scheiß kleinen Mini-Kopfhörern weitermachen musst, wie du, wo du dich beschwert hast, für den Übergang, bis du dir dieses ganz teure kaufst, hast du so eins. Ganz teuer, ich kann ja mal ganz teuer zeigen. Und da stand sogar irgendwas mit Gaming, da dachte ich, ja, da passt bestimmt. Ja, steht da. Ja, siehst du? Da, Gaming, Online, Skype. Und was habe ich zu dir noch gesagt, was Jesse geholt hat? Video und Musik. Was zwar nicht das ist, was du unbedingt willst, aber es ist das, was du brauchst. Ja, das ist nicht genau das, was du wolltest, aber das, im Endeffekt wollte ich das. Ja. Also kannst du das jetzt als Übergang benutzen. Genau. Oh, das schöne Geschenkpapier. Ja, ich weiß. Ist von BM. DM. DM Drogeriemarkt. Drogeriemarkt? Drogeriemarkt. Oh. Ich würde schon immer mal eine weiße Tüte haben. Danke. Mhm. Für meinen Biomülleimer. Was? Du brauchst keine Sandwich-Tüte. Du brauchst eine Schnauze aufgeguckt. Sandwich. Also, dazu gibt es eine kleine Story. Okay. Das Weiße ist meins und das Rosane ist deins. Und das Rosane, das ist dein Geburtsstein. Und der Weiße ist mein Geburtsstein. Was mit meinem Geburtsstein? Oh! Oh! Also ist mir jetzt das Rosane? Von dir ist das Rosane und von mir ist das Weiße. Was heißt das denn? Geburtsstein? Das ist der Stein von ihrem Geburtstag. Oh, danke schön. Bitteschön. Oh. Na? Ja. Vor allem das Rosa ist total schön. War das so ein... Weil das so ganz puderrosa, ja. So ganz schön hell. Ja. Ja, okay, weiß ist es bei dir ja nicht, das ist ja eigentlich durch. Ja. Ja, aber ja, weiß. Ist weiß, deswegen genau. Sieht das weiß aus. Ja. Das ist voll schön, dankeschön. Bitte schön. Finde ich voll toll. Hm. Ist ja dumm, das weiß doch jeder. Ja, guck und direkt gewechselt. So kommt auch mal. Hä, wenn du da stehst? Da kannst du doch nicht mal eben da bauen. Wenn ich das möchte, kann ich. Dann musst du, wenn auf deiner Museumsstraße. Bist du behindert? Bauen, wenn du den Opernplatz. Hallo! Ich hab dich gefragt, ob du dumm bist. Dumm? Überflüssigste Frage auf the day. Okay. So, Vanessa und Tim, die sind jetzt schon etwas länger weg. Die haben mir eben auch schon geschrieben, dass sie zu Hause angekommen sind. Und auch gut zu Hause angekommen sind. Und ich dachte mir, ich beende diesen Vlog jetzt. Ich bin nämlich sehr müde und habe für heute auch keine Lust mehr. Ich liebe zwar Weihnachten, aber eigentlich bin ich schon froh, dass es jetzt so ein bisschen froh, dass es vorbei ist, was den ganzen Stress angeht und das Kochen und so. Obwohl wir morgen, also an dem Tag, wenn ihr diesen Vlog seht, schon wieder Weihnachten feiern, denn wir am 27. Denn wir holen ja am 27., also heute, wenn ihr diesen Vlog seht, Weihnachten nochmal nach, wie gesagt, wegen Jakobs Eltern. Das machen wir natürlich auch sehr, sehr gerne, aber danach habe ich auch, glaube ich, so ein Weihnachtslevel vom Essen und so her erreicht, das in Ordnung ist. Also Musik, Deko und so kann ich das ganze Jahr haben, aber boah, das ist Essen, ne? Oh, da wird einem richtig schlecht irgendwie. Oh, ich habe keine Lust mehr. Auf jeden Fall dachte ich mir, dass Jakob und ich sich jetzt zusammen aus diesem Vlog hier verabschieden. Ich habe ja gesagt, dass es ja jetzt nicht mehr Vlogmas, sondern Dezember-Vlogs. Und das ist jetzt Dezember-Vlog 25, nee, 26. Dezember-Vlog 26. Und wir beide verabschieden uns für heute und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Peace out.